Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Academia School Simulator. Wir gründen heute eine neue Schule. Ich hatte quasi schon mal einen Playthrough gemacht. Ich habe das Spiel schon relativ viel gespielt. Johnny's Elo. Himmel. Working rich, but rich. So. Ich habe das ganze Spiel schon ein bisschen gezockt. Das heißt, ich habe schon eine ganz gute Vorstellung davon, was wir hier planen. Und wir werden uns tatsächlich natürlich ein bisschen mit den reichen Menschen beschäftigen. Aber auch die essen Pizza. Auch die essen Burger. Das sieht irgendwie so aus, als wäre es teuer. Und wir brauchen noch sowas hier. Die Dame. So. Grüße. Und dann wollen wir mal. Was ist das Spiel hier? Das Spiel ist ein Spiel, was mich unglaublich stark an... unglaublich stark an Prison Architect erinnert hat. Und das ist auch dasselbe Prinzip. Du hast hier eine Chance auf Bildung, Brücki. Lecture Stream bei euch, dann müsste ich gleich nochmal gucken, wie ich das regel. Was macht man am Anfang? Also das Ganze hier wird jetzt quasi ein Playthrough, wo ich euch ein bisschen zeige, wie ihr den Anfang handeln könnt, wenn ihr denn wollt. Kurzweg ist das Wichtige, dass man ganz am Anfang nicht zu viel baut. Le Crematur, vielen Dank. Weil du hast nicht so viel Geld, sondern du machst die Quest. Und die erste coole To-Do-Quest ist Hire Principal und ein Office. Ein Office muss 5x5 sein. Man hat ein sehr, sehr großes Gebiet. Zocko, vielen lieben Dank für deinen Resub. Du hast dein Abi mit 5 bestanden, aber du darfst. Ich muss gerade gucken. Du musst versuchen, dieses Principal Office halt früh zu bauen und du musst so ein bisschen Plan haben. Du kannst quasi auch einen Blueprint machen und damit alles machen, aber das ist eigentlich nicht unbedingt notwendig. Was ich quasi plane, ist von Anfang an sehr groß zu bauen, damit wir später nicht mehrere Gebäude von 1 brauchen. Warte, das hier sind nochmal 5, dann kommt hier die Querwand. Dann sind das hier nochmal 5. Dann kommt hier die Querwand. Und dann brauche ich nochmal... Ich habe mir überlegt, dass ich hier diesmal auch nochmal einen extra Weg machen will. Das habe ich bis jetzt seltener gemacht. Aber jemand, der das Game auch zockt, hat mich darauf gebracht. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Ich muss gerade mal checken, wie viel Platz ich brauche. So viel ist das. So, wie viel ist das? Das sind 7. Das heißt, hier nochmal 7. Brauche ich eine Wand? Plus eine Wand. Und dann nochmal 7. Plus eine Wand. Okay, das ist quasi der Grundaufbau, wie er passieren soll. Das heißt, hier unten sollen 3 Office-Gebäude hinkommen. Und dann habe ich nochmal 2 Klassenzimmergrößen. Warum habe ich hier 2 Klassenzimmergrößen? Die Idee ist, dass meine Staff Lounge und mein... Aber actually machen wir es ein bisschen anders. Wie weit ist das Gebiet insgesamt? 27, das heißt bei 14 machen wir nochmal einen Schnitt. Meine Staff Lounge und wie heißt die Scheiße? Staff Lounge und mein... Faculty Launch, die waren immer zu klein und deswegen musste ich immer sehr schnell eine neue bauen. Und alles neu zu bauen ist immer super ätzend, weil du auch alle Sachen neu kaufen musst und so. Das heißt, es ist immer viel zu teuer am Anfang, sowas nochmal bauen zu müssen. Das heißt, meine Überlegung ist jetzt quasi immer, ich baue das einmal groß und dann nie wieder. Treibstand von der jeweiligen Wand. 3, 3. Finde ich persönlich immer relativ schön. Das hier ist quasi unser erstes Klassenzimmer, aber das wollen wir gar nicht sofort bauen. Achso, ist noch gar nicht gebaut, das heißt, ich kann das einfach so wegnehmen. Das ist quasi nur ein Klassenraum, damit ich weiß, wie groß die Klassenräume sind. Brauche ich dazu irgendwo Türen? Nee, Türen sind immer wichtig, weil wenn die sonst was bauen, würden sie sich selber einbauen, ist man am Ende ziemlich am Arsch. So, mal gucken. Was wir am Anfang natürlich auch noch bauen, ist die Cafeteria und die wird diesmal riesig. Vielleicht ist das zu groß. Achso. 7 plus Wand. Ist also hier so.
So groß wird die Cafeteria. Sie wird gigantisch. Aber das Problem ist quasi, dass man sonst die Cafeteria. Sonst braucht man nochmal 10 Cafeterien. Cafeterien? Ja. Ne? Und das wollen wir nicht. Das heißt, wir bauen eine richtig große. Actually, das hier das, was wir brauchen. Ich könnte jetzt eigentlich schon das Office quasi auch mehr damit da bauen. Ups. Das war das Falsche. Es gibt immer Oh, diese yes, Reiter, die das hier baby. machen. Vielen Dank, Woohoo, Camu, yes. für deinen Resub. So, dann bauen wir hier noch so ein Garbage-Ding hin. Zack. Von den Garbage-Dingern braucht man am Anfang für eine Quest irgendwann 4. Das heißt, wir können die eigentlich auch sofort bauen, wo die in den Klassenzimmern stehen werden. Fünfer Höhe. Das hier ist eine Wand. Wand. 1, 2, 3. 1, 2, Wand. 1, 2, 3. Ja, ich habe das Game jetzt halt tatsächlich schon relativ viel gespielt. Normalerweise ist so ein, hat man glaube ich nicht von Anfang an so ein Gefühl dafür, aber dann kann man halt viel mit diesem Blueprint hier arbeiten. Ich habe jetzt schon eine ziemlich genaue Vorstellung von dem, wie das hier am Ende für mich aussehen soll, damit ich glücklich bin. Man muss ein bisschen aufpassen immer aufs Geld. Also man gerät relativ schnell in eine Phase, wo man eigentlich zu viel gleichzeitig baut. Könnte die Türen auch mal zuerst bauen. Dadurch verhindere ich eben, dass meine Arbeiter sich einbauen. Das ist tatsächlich ein relativ großes Problem in dem Game. Die KI ist ein bisschen dumpf, was das angeht. Aber was heißt dumpf? Also man gibt halt einfach einen Auftrag und die setzen den dumm um und bauen sich selber ein. Jetzt kommt die Cafeteria des Todes. Es wird actually nicht alles die Cafeteria. Ich muss mal kurz pausieren. Weil es wird tatsächlich hier oben noch die Stuff-Cafeteria geben. Food Encounter und so muss ich irgendwann bauen. Das heißt, ich kann das auch jetzt machen. Weil ich dafür nicht so das Gefühl habe, wie groß das sein muss. Okay, das ist perfekt. Stuff-Cafeteria mache ich sehr, sehr klein. Ich habe da noch nie Probleme mit gehabt. Oh, what? Wie habe ich denn das gemacht? Hey, wie ist denn das passiert? What the fuck? Achso, ich würde die eine Tür bauen und habe wahrscheinlich runtergezogen. Not that smart. 3 von oben. Symmetrie ist wichtig, Boys. So, dann wird das quasi unsere Cafeteria. Sie ist halt wirklich gigantisch. Ist sie mir zu groß? Kann ich dafür die Küche und die Stuff-Cafeteria größer machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist fein. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass man. Hä, hey, what the fuck? Warum ist denn hier eine Tür? Die Tür gehen ja alle nach unten, also muss die natürlich auch nach unten gehen. Weiß ich genau, warum ich da eine Tür hingebaut habe. Ein bisschen random. Aber wir werden hier unten noch mehr Offices bauen, aber die brauchen wir noch nicht jetzt. Das, was wir brauchen, ist hier eine Wand und dann bauen wir hier zu. Hier oben können wir nicht zubauen. Die sollten wir hier auch nicht zubauen. Weil hier kommen die anderen Klassenräume hin. Und man kann halt da anfangen mit dem ersten vier, mit den ersten sechs Teachern kann man 7 Klassenräume füllen, wenn man den Stundenplan richtig legt. Das heißt, eigentlich müssen wir das hier hochzimmern. Ich weiß nicht, ob ich dafür genug Geld haben werde. Oh, das wird richtig teuer, ja. Aber wir brauchen halt die Wege. Uff. Normalerweise baue ich das immer anders. Normalerweise baue ich hier oben jetzt noch drauf, damit die Toiletten quasi hier sind. Ist das schlimm? Ich könnte die Toiletten auch hier hinbauen. Also normalerweise sind hier quasi noch die Toiletten. Das heißt, eigentlich würde es quasi hier noch. Ich überlege gerade, ist das so besser? Ja, ich glaube, das ist besser. Aber da ich das jetzt hier am Anfang nicht brauche, kann ich glaube ich auch hier zubauen. Wir müssen was sparen. Ah, tricky. Dann haben wir das quasi alles zu.
Das hier ist ein Office. Ich kann die ganzen Sachen schon mal einmal ausschreiben. Ich habe das früher nie so früh gemacht, weil das auch ein paar Nachteile haben kann. Aber ganz am Anfang ist es mir dann immer relativ oft passiert, dass ich eine Küche oder so nicht benannt hatte. Danke dir, Jesse. Und wenn man eine Küche oder so nicht benennt und alle Geräte da drin sind, plus die Arbeiter und so, dann machen die ja trotzdem nichts. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man das recht früh macht. Was mir halt fehlt, ist eine Toilette und ein Aufenthaltsraum. Ja, ich glaube, scheiß drauf. Ich glaube, wir müssen hier direkt durchbauen. Ich meine, der andere Weg ist so geplant, dass der hier beginnt. Und damit ich hier nochmal Klassenräume habe. Ich glaube, die Klassenräume werden halt billiger, wenn ich es hier mache. Wenn ich hier 4 Klassenräume habe, dann kann ich hier oben die Toiletten. Oder hier mittig? Ich weiß gar nicht genau, wo die Toiletten am besten sind. Wahrscheinlich hier. Aber ich wollte halt einen riesen Aufenthaltsraum. Ist ein bisschen schwer gerade. Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Na gut, die werden das erstmal jetzt hier ein bisschen aufbauen. Ja, dann bauen wir das Ganze erstmal so. Das heißt, was quasi passieren wird, ist, dass ich das so mache, dass ich den Raum nicht beschrifte. Oh, ich habe die Türen vergessen. Genau sowas baut dann halt immer wieder die Arbeiter ein. In dem Fall hätte ich mich aber wenigstens mal nicht beschweren können. So, jetzt ist Feierabend, das heißt, die gehen alle nach Hause. Das heißt auch, dass ich den Principal relativ spät erst dazu hole. Damit ich möglichst lange die Kosten nicht von denen habe, weil die Kosten habe ich ja für jeden Tag. Und so, das heißt, gleich stellen wir den. Wahrscheinlich machen wir noch einen Tag so. Ich muss gucken, dass ich mir den Principal auch noch leisten kann. 5000, okay. Zumindest die Klassenräume sollten schon Stühle und sowas haben. Machen 12er Klassenräume, dadurch kriegen die den größten Bonus. Wir müssen den Principal vorher einstellen, bevor wir das machen. Wenn ich den Principal einstelle, kriege ich halt nochmal extra Money. Aber so könnte ich ja halt quasi noch einen Tag ohne Principal überleben. Weil ich auch nach den 600 halt noch genug habe, um ihn einzustellen. Und dadurch könnte ich quasi noch einen Tag, wo nur die Bauarbeiter arbeiten. Ist mir eigentlich ganz recht wäre. Ich glaube, ich habe mich generell ein bisschen verkalkuliert. Ich glaube, das ist zu groß. Also zu groß, um noch Lehrer und so einstellen zu können, ohne pleite zu gehen. Meine Arbeiter hier laufen ein bisschen viel rum, ohne was Sinnvolles zu tun. Manchmal haben die so eine Überlegungsphase, bevor die sinnvoll was tun. Das heißt, die Klassenräume würde ich noch voll machen. Und halt die Lehrer einstellen. Und ich glaube, dafür werde ich nicht genug Geld haben. Nicht für gute Lehrer. Weil die haben so ein scheiß Signing-Fee. Relativ großes. Das heißt, was ich machen kann, ich könnte, wenn man pleite geht, kriegt man 10.000. Das heißt, ich könnte quasi absichtlich pleite gehen, damit ich die 10.000 kriege. Um mit denen dann nochmal einen Lehrer mehr einstellen zu können. Ich glaube, das machen wir. Das heißt, das, was wir machen, ist quasi, wir geben jetzt alles in Auftrag, was wir haben. Ah ne, das machen wir morgen. Morgen gehen wir dann absichtlich pleite. Mit dem Principal. Und werden dadurch dann... Streng genommen gehen wir übermorgen dann pleite. So, die verziehen sich jetzt alle. Das Problem ist, dass ich, wenn ich die Cafeteria hier halb abschneide, ich glaube, das wäre worth quasi. Okay. Das heißt, ich stelle jetzt den Principal ein. Achso, da habe ich auch wieder Geld. Ja? Jetzt müsste ich quasi die Klassenräume machen, dann kriege ich 30.000. Ja, probieren wir das doch einfach, ne? Schauen wir einfach, was draus wird. Das Problem ist, dass die am Anfang dann auch super schnell krank werden, weil nirgendwo Böden drin sind. Schüler halt immer Böden brauchen, damit sie nicht krank werden, weil die dann ja quasi auf dem Waldboden unterrichtet werden. Ich dachte übrigens immer, dass Waldorfschüler quasi genau sowas sind. Dass sie die wirklich so auf dem Waldboden sind. Ja, wir gehen gleich pleite, das ist gut.
Weil wir assignen jetzt quasi noch nicht die Quest, damit wir gleich pleite gehen. Upsi. Also damit wir quasi am nächsten Tag pleite gehen. So, hier kommen auch direkt die Garbage-Dinger hin. Running low on funds. Ja, das ist alles geplant. Ah, wird eng, ne? Mit 30.000, vielleicht 40.000 Lehrer einstellen. Tricky. Na gut, dann machen wir mal. Das heißt, die Bauarbeiter bauen jetzt hier das alles zu Ende. Das sollte eigentlich easy an dem Tag klappen. Es ist ja im schlimmsten Fall sogar ein bisschen Leerlauf am Ende. Aber das sollte schon klar gehen. Hier die Wände zu, oben die Wand zu und dann die ganzen Klassenräume. Aber ich glaube, es kommt ganz gut hin. So Räume voll zu bauen und so, das klappt eigentlich immer ziemlich schnell. Vor allem bräuchte ich eigentlich auch noch eine Toilette. So. That's quite tricky. Und für die Toilette müsste ich eigentlich noch die Gebäude bauen. Was, wenn ich die Toiletten hier unten mache? Das würde gehen. Ah, es würde gehen. Dann habe ich ein bisschen wenig Office Space. Aber ich würde mir ein bisschen... Ah, so viel würde ich mir auch nicht sparen. Nee, ich glaube, wir müssen einfach gucken, ob das alles reicht. Aber das passt ja ganz gut so, ne? Die haben es jetzt gerade geschafft. Jetzt ist gerade ein bisschen Chill-Time für die. Ich überlege, ob die schon was bauen können, aber ich glaube nicht. Oh, ich habe irgendwie ein bisschen Plus gemacht, for some reason. Was ich machen könnte, wäre quasi hier unten das so bauen, dass hier die Toiletten sind. Warum ist da eine Wand? Ja, baut das doch schon mal. Das heißt, die Toiletten gehen nach unten. Yes. Vielen Dank. Ah, ich muss gerade mal gucken. Warte mal. Habe ich jetzt aus Versehen das Schuljahr gestartet? Nee, kann ich doch nicht ohne Lehrer, oder? Manchmal, wenn man Leertaste drückt, startet das aus Versehen das Schuljahr. Bisschen deppert ist. Aber tatsächlich passiert. Achso, die gehen jetzt auch. Achso, nee, das ist grau, weil ich es eben noch nicht machen kann. Alles gut. Puh. Ging Kante, vielen lieben Dank. Wirst du jetzt zum Lehrer, ja? Quasi, ne? Achso. Hey, wir sind pleite, wir kriegen 10.000. So, das heißt, das habe ich jetzt geschafft. Und jetzt muss ich halt die Teacher assignen. Aber das geht eigentlich, dadurch, dass ich ja auch diese Advanced-Lösung habe. So, jetzt ist die Überlegung. Wenn wir solche machen, kostet uns das insgesamt 43.000, weil das mal 6 ist. Hätte ich noch 5.000. Ich glaube, das ist zu wenig. Das heißt, was wir machen könnten, ist quasi solche Leute zu sein. Oder so ein. Die sind ein bisschen billiger, aber sind trotzdem sehr gut. Sind ja kein Spezialist, aber nah dran. Ja, machen wir das. Probieren wir einfach das. Ich denke, damit kommen wir am Anfang auch ganz gut hin. Dadurch, dass die Klassenräume so klein sind, haben die halt auch... kriegen die krasse Boni-Werte. Obwohl die eigentlich nicht so gut sind. Ja, normalerweise würde man eher die Spezialisten nicht. Ich finde ja einen Haufen Spezialisten, aber... Ah, here we go. Brauchen wir noch einen für Arzt, der nicht ganz so gut ist. Aber in Zollzoll können wir auch einen Spezialisten ranholen. Das ist unsere Schule halt ganz besonders gut in Arzt. Komm, scheiß drauf. Let's go.
So, kurz mal auschecken. Die unterrichten jetzt quasi alle. So, und wenn wir uns jetzt den Stundenplan angucken. Hey, was habe ich getan? Irgendwie zwei Freshmen-Sachen. Dann müsste das eigentlich so aufgehen. Sind wir haben komplett keinen Teacher. Das heißt, ich habe mir fehlt einmal komplett okay. Das heißt, tatsächlich kann man nur sechs Klassen unterrichten. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber nicht so wild. Okay, jetzt sollten alle. Jetzt haben alle immer Lehrer. Oh, das ist ja ärgerlich. Ich dachte tatsächlich, es wären mehr. Na gut. Was wir jetzt machen, ist quasi, wir bauen unsere Toiletten. Nämlich ein bisschen Verdacht. Was kann ich hier unten draus machen? Das Problem ist quasi, dass hier der Flur, der Gang ist. Nicht deswegen hier unten. Ich dachte quasi, dass ich hier einen Fünfer mache für ein Office und hier zwei Siebener. Aber hier ist ja quasi 3, 5. Das heißt, hier ist die Wand. Und wenn ich jetzt hier wieder einen Siebener mache, dann kommt das nicht ganz raus. Das heißt, eigentlich müsste das ein sehr großer Raum hier sein. Nee, warte mal, habe ich einen Brainfart? Nee, so. Müsste das so sein? Ist das symmetrisch dann? Der schließt hier, der schließt hier, der schließt hier. Dann habe ich ja wieder dieselbe Situation wie hier. Der Raum ist einfach 5 groß. Ja. Ja, ich glaube, das ist richtig. Dann habe ich da unten nämlich noch ein Office. Und dann kann ich nochmal für 7 gehen. Und nochmal für 7. Und habe alle Toiletten, die das Herz begehrt. Ja, das sollte gehen. Das Problem ist, ich mache jetzt 5000 Minus pro Runde. Das heißt, ich muss jetzt ultra fast sein, das alles auch voll zu kriegen. Hier fehlt eine Tür. Hier ist die Tür an der falschen Stelle. Okay, da haben wir das so. Ist die Frage, ob ich das jetzt hier noch alles hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, wie quasi der Plan ist, ist, dass das hier die Männertoilette ist, dass die Frauentoilette, dass die Gender-Neutral-Toilette und dass die Stuff-Toilette. Das heißt, wir hauen hier einmal ein Sink rein und eine Toilettenkabine. Oh, what happened? Achso, ich habe den. Bisschen dumm. Ich habe jetzt den Auftrag, das abzureißen, abgebrochen. Das wollte ich nicht. Das reicht dann auch schon. Wir können hier allerdings, weil wir nett sind, hier noch ein Urinal reinmachen. Und weil wir sonst wieder Garbage-Probleme kriegen. Die Sachen. Da habe ich noch 8000. Tja, das wird alles ein bisschen eng. Aber ich glaube, ich krieg's hin. Faculty Lounge. Haben wir die Stühle aus der Staff Lounge, weil das sonst affig aussieht. Aber damit kriegen wir halt auch nochmal ordentlich Asche. Dann brauchen wir die Staff Lounge. Hier braucht es auch wieder ein Table. Ja, es ist ein bisschen tricky, der Anfang immer.
Weil man halt so nah kurz vorm Bankrott ist, zumindest wenn man das so spielt wie ich. Ich glaube, man kann das auch deutlich entspannter spielen, natürlich. Die Kaffeemaschine habe ich vergessen. Tut mir übrigens weh, dass ich hier das Sofa nicht auch noch auf die andere Seite machen kann. Aber wir sind halt wirklich. Wir sind halt arm. Das heißt, wir arbeiten jetzt den Tag durch, bis die gearbeitet haben. Dann starten wir das Schuljahr. Dann hoffen wir, dass wir genug Plus machen. Ach, wirklich. Er hat sich legit ausgesperrt. Das ist halt genau das, was ich meine. Jetzt muss er die Wand kaputt machen, damit er da wieder rauskommt. Oder wer anders muss die Wand kaputt machen. Weil er eben die Tür noch nicht gebaut hat. Das passiert leider deutlich öfter, als ihr glauben würdet. Ist immer besonders ärgerlich, wenn das so 10 gleichzeitig machen. So, jetzt ist die Tür drin. Jetzt kann ich hier wieder zubauen. Da auch hoffentlich. Ja. Warte, wir müssen jetzt das Toilet Training auch durchhaben. Stuff Toilet, Gender Neutral. So, dadurch sind wir jetzt wieder relativ safe. Aber das Ding ist, wir haben halt noch keinen Floor oder so, ne? So null. Wir haben jetzt auch die Faculty Launch durch. Die Stuff Launch müsste eigentlich fertig sein. Ach, das Sofa ist noch nicht durch. So, das heißt, wir haben jetzt gerade nichts, was die Arbeiter machen. Das heißt, die könnten jetzt hier meinen kleinen Dream verfehlen. Und eine gigantisch große. Gigantisch großes Aufenthaltsraum bauen. Ist der noch größer? Ich meine, das ist schon groß, aber ich könnte halt quasi noch eins nach oben gehen. Ich weiß nicht genau, was man hier dann baut. Ich glaube, das ist schon ziemlich groß. Ach, weißt du was? Bauen wir es 10 groß. Sind das 10? Ja, es sind 10. Warum bauen wir das so groß? Weil ich in der Vergangenheit immer wieder gemerkt habe, dass es nicht genug Aufenthaltsraum gibt auf dieser Welt für meine ganzen Chaoten hier. Jetzt bauen wir jede Menge Türen. Und in der Mitte noch einer für die Symmetrie. Ja, wunderbar. Ganz so viele Türen braucht man normalerweise nicht, aber ich mag einfach Türen. Ach so, ja, wir haben die Küche und sowas auch noch nicht gebaut. Das wäre actually wichtiger gewesen. Die sind ziemlich teuer pro Tag auch, ne? Das heißt, hier sind wir tatsächlich am Anfang ein bisschen zurückhaltend, ne? Aber ich glaube, zwei Öfen müssen trotzdem sein. Dann bauen wir große Teile unserer Cafeteria. Ach, wie schön das aufgeht. Ach so. Ah, doch. Mach ich denn hier? Ich überlege, ob ich hier rechts auch schon Foodzeug mache. Ich glaube, ja, das machen wir. Also, dass es das nicht nur rechts zu essen gibt, sondern halt eben auch links. Okay, dann können wir nämlich hier einen Platz lassen und dann machen wir das so. Das ist dann ein schöner Start für eine Cafeteria. So, dann müssen wir hier Garbage oben machen. Damit die das Ganze nicht vermüllen. Ach, das sieht doch gut aus. Ich glaube, das ist ein guter Start. Bis auf die fehlenden Böden natürlich. Dann haben wir hier noch das Common Area. Ich glaube, können wir uns noch einen Tag leisten, das Schuljahr nicht starten zu lassen? Ich glaube, wir sollten, weil die Cafeteria noch nicht steht.
Da müssen wir gerade gucken. Common Area. Bekommt am Anfang super viele Sitzplätze. Weil Energie ist eine der wichtigsten Sachen für die Schüler am Anfang. Oder auch generell. Und die bekommen sie nur, wenn sie sitzen. Bedeutet aber konkret, dass die auch immer einen Sitzplatz brauchen. Damit die sich halt eben entspannen können und chillen können. Irgendwie stört die Tür ja doch ein bisschen im Nachhinein. Aber da müssen wir mal gucken, wie wir das lösen. Upsi. Da kommt jetzt noch ein Mülleimer hin. Und wenn das fertig ist, dann sollten wir eigentlich einen ziemlich guten Start haben. Brauchst du die Gender-Neutral-Toilette eigentlich? Ich glaube, man braucht sie, weil die Quest Würfel. Ich glaube, die Quest gibt 5000. Und 5000 ist halt auf jeden Fall worth, das Ding zu bauen. Also 5000 ist auf jeden Fall worth. So, ich weiß noch nicht genau, ob wir bei den Einkommen, was wir aktuell haben, am Ende, bei den Ausgaben, die wir haben, ob wir am Ende Plus machen werden mit der Anzahl an Schülern, die wir haben. Ich glaube eher nicht. Deswegen traue ich mich noch nicht, die Böden in Auftrag zu geben. Aber eigentlich müsste es halbwegs gehen, ne? Ja, ich glaube, es sollte gehen. Das Problem ist quasi, dass natürlich jetzt solche Kosten ja auch noch dazukommen. Das war nicht synchron. Oder symmetrisch, besser gesagt. Das sind jetzt quasi die Routen von meiner Putzkraft. Oder von meinen Putzkräften. Wenn ich hier gerade einmal rausgehe, sieht man auch, wie viele auf dieser Route quasi arbeiten. Tatsächlich reichen 4 am Anfang eigentlich nicht unbedingt für uns aus. Aber wir müssen jetzt trotzdem gleich erstmal gucken, wie viel Plus wir dadurch machen. 2 Monitor, 5000. Wie viel kostet der? Wir machen das schon gut Plus mit. Das hätte ich aber normalerweise alles jetzt machen sollen, wenn ich weiß, wie hoch meine Ausgaben sind. Aber da müssen wir doch mal gucken. Na gut. Die sollen das jetzt einmal zu Ende bauen, aber ich glaube, es ist auch alles schon gebaut, oder? Ja, ich glaube, jetzt ist offiziell alles gebaut. Und ich glaube, dann hauen wir jetzt hier noch 2 Küche rein und dann sind wir good to go. Ja. Okay, dann starten wir mal das Schuljahr. Ich glaube, das war eine gute Vorbereitungsfolge. Lasst euch davon nicht abschrecken, nicht das ganze Game ist so. Aber wir wollen das Ganze ja einmal testen, deswegen bis zum nächsten Mal.